Ja, hallo und herzlich willkommen. Habe folgendes Problem: Wenn ich meinen Sky Q Receiver einschalte, wird mir diese Meldung am Fernseher angezeigt, obwohl mit meinem Satellitenanschluss und HDMI-Anschluss alles in Ordnung ist. Dies tritt nicht immer auf, sondern nur sporadisch. Ich hatte auch wochenlang keine Störung gehabt. Damit ich wieder ein Signal vom Receiver an meinem Samsung-Fernseher habe, gehe ich folgendermaßen vor. Ich gehe auf die Fernseheinstellungen. Unter dem Menü Allgemein gehe ich auf externe Geräteverwaltung. Dann auf HDMI UHD Color. Dann wähle ich den HDMI-Anschluss, wo mein Receiver angeschlossen ist, aus und deaktiviere diese Einstellung. Und schon wird das Signal vom Receiver wieder empfangen. Will ich diese Einstellung behalten, so kann ich sie jetzt wieder aktivieren. Und das Signal bleibt erhalten.